Wir haben es geschafft. Die Mission ist geschafft. Ein Flugzeug steht da. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. Herrlichstes Wetter. Ein paar Wolken gibt's zwar, aber die Sonne scheint. Das Styling hält. Haben sie nicht mal Mittag? Laut Minikarte gibt es aktuell bloß das Haar. Das große Hing. Stimmt das? Da oben ist ja gerade nichts beim Henhaus. Nee, gar nicht. Na dann, gehen wir das doch an und ich würde sagen, wir fliegen mal rüber, weil es so gut geklappt hat. Nehme ich mir jetzt wieder einen Flieger. Ein Propellerflugzeug. Schön. Und wenn ich drüben angekommen bin und abstürze, dann kommen wir wieder hier ins Krankenhaus. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Also Propellerflugzeuge finde ich toll. Kommt vielleicht Erinnerung an Captain Baloo und seine tolle, kühne Crew hoch, aber ich finde allgemein Propellerflugzeuge schon toll. Wenn ich eins im Himmel immer wieder mal sehe, da draußen in der echten Welt, dann freue ich mich auch immer ein klein wenig. Sieht irgendwie cool aus. So, Geschwindigkeit aufbauen. C. Bisher klappt alles reibungslos. Wir dürfen dann nicht in den anderen Rädern hängen bleiben. So hoch genug für eine Rolle, oder? Das sowieso. Auf der Brücke fährt gerade ein Auto. Okay, da fahren einige. Ich sehe immer wieder zu, dass ich eine schöne Landschaft sehe. Ohne aufploppende Fahrzeuge. Bitte. Was ist da unten für ein Platz? Ist das ein Tennisplatz? Das ist auf jeden Fall eine Spielfläche, oder? Müssen wir mal vorbeischauen. Also bei den Rohren, die da den Berg runtergehen, direkt gegenüber. Müssen wir mal, wenn wir am Boden sind, vorbeischauen. Oh Gott, wo lande ich denn mit dem Ding? Habe ich jetzt gar nicht bedacht. Oh. Ist ja kein Helikopter, der einfach mal so auf der Stelle landen kann. Ich brauche eine Landebahn. Ups. Da muss eine dicke Straße erhalten. Tja. Bei den Hochhäusern, ne? Autobahn. Ich bin ja gespannt. Ich könnte unter dem Kanal landen. Oh Gott, da muss ich auch an eine Brücke hindurchfliegen. Wenn ich mal kurz schaue. Ich könnte schon hier im Kanal landen. Ich geh's mal an. Oh, das geht doch schief. Oh oh. Ich will bremsen. Oh oh, Flügel. Oh, das geht, glaube ich, gut. Hoi. Oh. Scheiße, ging das gut. Ich glaube, ich bin bereit fürs Finale. Bremsen, bremsen, bremsen. So. Hoffentlich klaut den hier keiner. Oh, wir müssen noch die Tür zumachen, Trevor. Komm. Das kriege ich hin. Wer da? Da hinten. Hä? Achso, noch einer. Okay. Weil Sonnenstand hat gerade gar nicht gepasst zu dem Schatten. So. Was steht hier? Solo? 8068? Keine Ahnung. Oh, Gleis. Oh, großer Tunnel. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da hinten wäre eine Straße. Geht's aber auch hier weiter. Gucken, ob wir jetzt hier einen Penner sehen. Hallo, hallo. Nee. So, hier kann ich hochlaufen. Oh, hier können wir uns kratzen. Einfach hier hochklettern kann man nicht. Man kann da oben langlaufen, aber da muss man erstmal mit einem Kran hin. Mhm.
Werbung für Geländewagen. Die sich ins Gelände wagen. Vorsicht. Ich nehme den Eclipse. Guckt keiner. Das muss so. Außerdem sind wir vom TÜV, wir prüfen nur, ob die Alarmanlage funktioniert. Wieder erst beim zweiten Mal hupen hat's funktioniert mit der Hupe. Trevors Auto steht schon da. Na, Stripclub. Der Wagen wurde nicht rübergeliefert. Halt! Du blöder Arsch, du. Ich fasse es ja nicht. Ah! Aber wenn ich nicht aufpasse, bekomme ich noch ein Sternchen. Gibt's etwa Probleme? Gott. Pass auf, ich will geradeaus. Depp. Hitchen. Jetzt spielen wir Fanger. Nimmt er jetzt den Weg wieder zurück? Nee, er hat uns vergessen. Okay. Er guckt auf jeden Fall. Und sonst so? Hast Probleme mit meiner Fahrweise? Was zeigt er denn genau? Ach, Elektroschocker, oder? Oh, das ist doch die Waffe. Er zeigt eine Schussanzeige oben an. Okay. Na gut, weg ist weg. Ach, wir haben uns wieder den Standort geändert. Oder? Nee, ach, das Ding habe ich ja nie von der Seite gesehen. Okay. Was hier so alles steht. Haben wir nicht zuletzt... Wen habe ich zuletzt mit einem Camaro gefahren? Das war drüben in der Wüste, das war doch auch Trevor. Egal. Na, sagt er was? Mr. Phillips, hope all is well, sir. Er hofft, dass alles gut ist. Hoffen wir mal, dass alles gut wird. Schöne Beleuchtung. Schöne Beleuchtung. Schönes Rot. Ah, here, put this on. You know, I'm gonna scan this place for cameras when you're gone, Peeper. Hey, when this thing is done, the girls are gonna be videoing me. Nah, ain't gonna happen. What ain't gonna happen? $400 million isn't making this guy a player, and it ain't making you a good person. Now put on your clothes. Hey, so we ready for to get this shit cracking, right? Fuck yes, oh, yeah. Yes, if you actually get dressed, then maybe you will. Wie er guckt. Ready for action, huh? Let's go! Alright, I'm gonna meet my guy at the bank. Gold ain't ours yet, but we are this close! Get the crew, let's go, let's go! Ich bin echt gespannt, was draus wird. Vor allem eben mit Michael und Trevor. In deinen Wagen. Das ist aber nicht mein Wagen. Aber es ist gerne mein Wagen. Ich hoffe, der Bohrer steht bereit. We need Lester in the air, running comms and managing the link up with the train. Some Renahood ain't gonna be able to handle logistics, T. Es wäre so cool, wenn der Bohrer hier stehen würde, mir direkt reinfahren. You ready to do something profoundly stupid? With you, M, I'd do anything. Klingt gut.
Hey, let's drill a hole in this damn thing. Get down! Get down on the floor, you're being robbed! That's the wall we want a hole in. Ich würde das Ding ganz gerne mal von vorne sehen, aber es geht nicht. Lenk doch, komm, lenk doch. Er lenkt nicht. Oh, nach hinten geht einfacher. Polizeifunk gab's schon zu hören. So. Los geht's. Schrapp, 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 schrapp. Hey, warum lenkt er? Ich hab nicht gelenkt. Cops ain't gonna be long. Let's blow these cages while we can. Oh, haben wir überhaupt Sprengladung dabei? 16. We got two cages to open. The bombs are in place. Ah, Mist, da kann ich nicht drüber. Get out and we'll blow it. We got access. Behind me, in the tunnel, influx of cops. Get the Kampfgewehr. Get over here for pickup. I'll handle the heat. Das Nose-Team, nicht Noise. If I get popped, I can't push the trolley. Hey, I said this is a robbery. Where do you keep the gold? Come on. Da guckt ja noch jemand. How long y'all need? Schön vorsichtig mit dem guten Gut. Other side. Good. I'm on it. Get the trolleys where we need them. I don't care how far underground you gotta go to get it. I ain't leaving the Union Depository without some gold. There's the first one. Na, blöd. Hier ist nirgendeine Deckung. These dudes ain't oh, 80 Millionen. Es geht ja los. Just keep them off me. Hey, T, the metal's ready to go. 100 Millionen. Where the chopper's at? Helicopter inbound. See you in a second. Immer schön ruhig. Wie gemütlich er das einfach darüber schafft. Na gut, es wiegt halt was, ne? Will ja nichts sagen. Helikopter kommt schon und holt dann raus. Zwei Stück. Oh shit, over there, dog, look out! Some of them got through the door, they're in the vault! Nicht ins Gefecht drin, nicht in mein Feuergefecht. Everything okay down there? Don't worry about us. Just get the bricks out. Stay in there. Ich würde noch seine Pistole auspacken. Wir sind fast tot. Mir fällt's gerade auf. Und da sind wir ja schon weg. Mist, es war zu offensiv. Gut, dann mehr Deckung suchen. Die haben natürlich auch stärkere Geschütze, deswegen wird es dann auch schwerer. Wer geht auf welche Seite? Dann gehe ich auf rechts. Everything okay down there? Don't worry about us. Just get the bricks out. How's those choppers doing? Where are all the cops going? It's almost like you guys aren't taking this seriously. Ey, nicht aufmachen. They got men rappelling into the hall. I gotta pull the chopper out a minute. Ob man dann noch viel weiter rein kann? Hey, the vault's empty already, punks! Moment, hat was für ihn? Bitte? Ich glaube, er hat's überlebt. Was ist mit ihm kaputt? Einen Kopf geworfen. The metal's gone already! I'm bringing the chopper back around! Oh, jetzt wird's ernst. Uiuiui. Das Ding wiegt ja was 200 Millionen. Eieiei. Wir müssen nochmal zurück, wir müssen noch mehr holen. Das ist wenig, 200 Millionen.
So the chopper's away. All right, we're coming out the back door. All right, man, look, downtown's locked up tight. We should get out of here together, dog. Meet at the footbridge. Three, you got a better chance in the car. I'll cover your run and find another way out. Das Gold auf die Straße. Good luck, dog. I'm running. Das war's schon. Sowas. So, zwei sind ja eingangs. We're meeting up at the Alta Street Footbridge. Na, nicht im. Na, warum sind die so kacke, die Dinger? Ne, gute Deckung ist es nicht. Hoffentlich stirbt unser Kollege nicht. Hey, they didn't give us the gold! Etwas hoch das Gewächs hier, Steine. We're clean! Let us walk away! Hm? Was? Ah, da unten. Moment, da habe ich mal was eingekauft für. Oh ja, die Minigun hätten wir auch noch im Ernstfall. Das war, glaube ich, hier nicht. Wo? Da. My pockets are empty, officer! Where all the news guys go? Hier, da steht schon, witzig. Geh nicht so weit vor, Junge. Bleib lieber bei uns, wir gehen lieber zusammen. Keine Alleingänge. Ja. After doing the walk in the Union Depository, man. It was a whole lot less successful than your lick, but we needed to divide attention. You really want to die for these assholes? Dann begebe ich mich mit Michael nochmal die Deckung, damit nicht gleich stirbt. Chotas! Take down that chopper! Cops it! Moment, für den haben wir auch was. Oh Gott, das ganz schön nah. Make an opening! So nah. Don't be a hero. Back up. You'll get your head taken off. Down. Ist er noch was? Don't die. Where'd they go? You really want to do this? Yes. Stay on me. Come on. Ich hatte das Gefühl, er schießt jemand von oben. Ich kann leider nicht drüber gucken. Vielleicht. Ich bin mal gewagt. Nee, es fliegt zu weit. Schade. So direkt hoch kann man nicht zielen. Es fliegt auch zu weit. Schade. Moment. Über Bande. Nee, nicht so wirklich. Dann nicht. Zum Glück habe ich nicht hingeschossen. Hey, we coming through! Animales! Den kriegen wir auch runter, nur noch drei. Wenn ich zu früh losballer, dann fliegt das Ding gerade aus. Ich bleib lieber hier oben, da habe ich mehr Übersicht. Wobei die Deckung auch hier oben ziemlich kacke ist. Die Straßen sind ganz schön leer gefaked, also die. Die haben wohl großräumig abgesperrt, wie es scheint. Stand aside! Be moving, be moving! We're getting out one way or another! Chotas! Komm schon. Get out of here! On the floor! Stairs on the right! Let's go! Let's go up a level! Stairs right here! Hier ist auch eine Treppe. Aha. Wenn ich zu weit weggehe, dann fällt das doch fehl. Wieder hoch, okay. Hat er nicht runtergesagt? Wenn nein, dann habe ich mich verhört. Da waren es nur noch zwei. You won't win this fight! We got heat on our right!
Ja, immer schön zurückhalten. Nicht einfach so nach vorne stürmen. Lieber erstmal von hinten die Lage klären. Zum Beispiel, den haben sie komplett außer Acht gelassen. Oh Gott. Scheiß Position. Der glüht ja sogar. Der ist ja nicht tot. Der liegt halt nur so. Dann mache ich kurz mal hier eine Pause und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich sehe gerade 5 Sternchen. Aber so fühlt sich's gar nicht an. Also wenn ich so im freien Spiel herumlaufen würde, die würden mich sofort kalt machen. Wobei, wir haben auch Unterstützung von unseren Kollegen, ne? Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.